Nehmen wir die nächste Quest. Also Showdown in der Mitte ist, glaube ich, nicht das, was wir suchen. Das sieht gut aus. Was ist das andere? Du Skorps viel gesprungen. So. Den haben wir. Wir haben eigentlich alle Teleporter, ne? Wer ballert da? Guck mal, die bekriegen sich da gegenseitig. Warum? Nee. Ach, das sind die Separatisten. So macht man das da. Das waren die Separatisten. Hier liegt noch Krams. So, aber wir wollen den da nehmen. Oh, wir stehen wieder kurz vor Level ab. Wir haben noch 23 Attributs. Sollen wir die eine ausgeben? Oh. Dass sie so auf dem Haufen stehen müssen, ja? Huch! Einen nach dem anderen holen wir uns jetzt hier. Da ist der Dicke. Hier könntest du einfach nur mit einem Mörser reinhämmern. Und du wärst richtig gut bei. Wobei, wir sollten noch ein paar Raketen, die sind schwerfällig und wir müssen gerade nicht fliegen.
wo schlagen die denn ein, Mann? Dieser Prinzipal hat es hinter sich. Wer ist der Nächste? Was? Wow, wow, wow. Das war knapp. Da steht dann einer. Tschüss. Ich kann dich zwar nicht looten, aber... Was? Was war das denn eben? Der hat sie wieder nach oben geportet, diese Sau. Ich muss unbedingt rausfinden, was das für sphärische Klänge sind hier. Okay, wir müssen, glaube ich, auf die andere Seite. Den Kampf machen wir noch. Wie gesagt, heute kleine Runde. Kleines Intermezzo. Sind unsere Kumpels, die warten. Und dann können wir uns nämlich beim nächsten Mal, wenn wir uns dann in Elex tummeln, komplett auf die Hauptschlacht dann konzentrieren. Und vielleicht vorher nochmal einen großen Einkauf machen. Treff dich, pass auf. Vorbei. Irgendwie ein bisschen beschämt. Ja, ich sollte mich ein bisschen will. Du entkommst mir nicht. So.
So, jetzt müssen wir schnell wieder runter. Der hat sich sonst wieder fertig geheilt da. Wahrscheinlich hat er schon getan. Den hole ich hier. Ja, hat er schon. Relativ unsterblich oder nicht, dieser Prinzipal ist erledigt. Wer ist der Nächste? Hier dank der Hilfe von den Separatisten ging das recht flott, ja. So, ich werde jetzt eine Sache hier machen. Also wir haben uns jetzt so gut vorgearbeitet. Wir haben auch wir haben auch genügend Kohle. Das dürfen wir nicht vergessen. Und im Zweifel, durch die ganzen Sachen, die wir jetzt hier gelootet haben, kriegen wir doch ein bisschen Kohle. Wir werden jetzt Folgendes machen. Pass auf. Wir klappern jetzt fürs nächste Mal noch hier zum Abschluss die Händler ab, weil wir brauchen Munition. Denn wir haben gesehen, der Granatwerfer, der ist wirklich, wirklich super. Da brauchen wir ja nicht diskutieren. Der ist richtig super. Und jetzt ist die Frage... Oh. Oh, okay. Haben sie gesehen. Was ist hier? Was ist das für ein Symbol? Warum habe ich denn so ein Symbol gesetzt? Keine Ahnung. Okay, wir brauchen Händlers. Händlers. Nicht. Auch gut. Was brauchst du? Ich möchte etwas kaufen. Was willst du haben? Nichts, was du dabei hast. Okay. Hast du das wirklich durchkalkuliert? Na klar. Nee, Elex wollen wir nicht kaufen. Zeig mir deine Waren. Jawohl. So, dann können wir erstmal mal hier. 172.000 haben wir. Also jetzt dürfte nicht gestöhnt werden über irgendwelche hohen Kosten.
Schrott. Und dann brauchen wir noch die Sachen, die wir noch nicht als Schrott markiert haben. Warte mal, die verkaufen wir noch nicht, die Servomotoren, weil die versuchen wir mal als Questgegenstand, als Sammelquestgegenstand abzugeben. So. Das sieht gut aus. Und jetzt hätte ich gerne bitte Munition. Das können wir kaufen. 8000, das ist jetzt Pillepalle. Und was warst du? Energiezellen sind die anderen. Ist okay, ist okay, ist okay. So, Handel akzeptieren. Wir haben immer noch 4000. Die wir kriegen. Nee, okay. So, hier gucken wir erstmal nochmal, ob er überhaupt irgendwas dabei hat, was wir brauchen. Wegen dem einen Elex. Hier hast du deinen Elex. Lass uns handeln. Wie du willst. Schwere Munition. Eine Plasmakanone MK1. Puh. Okay, wir brauchen die hier auf alle Fälle. Und die. So, mehr gibt es hier, glaube ich, nicht. Warum sitzt du hier draußen? Kollektor. Kollektoren sammeln. Hey, Jax. Hier drüben. Ja, hallo? Sieh einer an. Der große Commander. Oder sollte ich sagen Ex-Commander? Ich habe ein Angebot für dich. Wie sieht's aus? Wer bist du überhaupt? Ich bin jemand, der wie du mit Vorurteilen zu kämpfen hat. Mhm. Stell dir vor, man wirft mir mangelnde Effizienz vor. Lächerlich. Aber dir die weiteren Hintergründe zu erklären, würde nur Zeit kosten. Kommen wir lieber auf mein Angebot zu sprechen. Okay. Das hat Zeit. Erst will ich mir ein Bild von dir machen. Du weißt nicht, ob du mir... Wie heißt das Wort noch gleich? Vertrauen? Das war es. Exakt. Ob du mir vertrauen kannst. Hör zu. Ich wurde abgeordnet, Elex zu sammeln, wie die anderen Kollektoren auch. Im Gegensatz zu ihnen habe ich aber nicht vergessen, was unser aller Ziel ist. Leistungsmaximierung. Lass mich dir eine Frage stellen. Was ist die effektivste Methode, an Elex zu gelangen? Der effektivste Weg, an viel Elex zu kommen, ist harte Arbeit. Richtig. Aber noch effektiver ist es, wenn man selber nicht tätig werden muss und es dennoch bekommt. Es ist so. Einige der anderen Kollektoren beliefern mich mit Elex, sodass ich mein Soll erfüllen kann. Du fragst dich jetzt sicher, warum sie das tun. Was habe ich schon anzubieten, das sie dazu verleitet, auf einen Teil ihrer Ausbeute zu verzichten? Die Antwort ist einfach. Elex-Rationen. Aber mehr, als man ihnen aushändigt. Was unsere Führungsriege ihnen verweigert, wird von mir zur Verfügung gestellt. Mhm. Um aber auch in Zukunft erfolgreich zu sein, benötige ich dich. Als Gegenleistung verkaufe ich dir Gegenstände, die du hier sonst nicht bekommen würdest. Als kleinen Bonus erkläre ich mich bereit, dir auch ein paar Dinge beizubringen. Sind wir im Geschäft? Warum brauchst du gerade meine Hilfe? Ich wurde unter Beobachtung gestellt. Die Agenten fragen sich schließlich nicht ohne Grund, wie ich es schaffe, mein Pensum zu halten, obwohl ich seltener als der Rest ausrücke. Da ich es aber als Dienst an der Gemeinschaft verstehe, den anderen ihre Zusatzrationen zu besorgen, will ich mir deine Freiheit zunutze machen. Kleiner Moment mal.
Du willst gehen? Nun, mein Angebot steht. Überleg es dir. Ich will ja speichern, deswegen. Was soll ich für dich tun? Einige von uns können sich den Luxus erlauben, überflüssige Elex-Rationen einzulagern. Exakt diese sind dein Ziel. Öffne ihre Tresore und bring sie mir. Ist das nicht ein bisschen auffällig? Nein. Mit ihren Sonderrechten können sie sich jederzeit Ersatz besorgen. Und exakt das tun sie auch. Manche von ihnen verschwenden nicht mal einen Gedanken daran. Sie glauben, sie selbst hätten es konsumiert. Ihnen fehlt nur die Erinnerung. Falls dein Wissen im Umgang mit Tresoren etwas eingerostet ist, bringe ich dir bei, wie man sie öffnet. Wo finde ich die Tresore? Die Sektoren der Forscher und Agenten sind dein Ziel. Und bei der Kaserne solltest du selbstverständlich auch fündig werden. So, ich guck mal, was er hat. Bring mir etwas bei. Natürlich. Was soll es sein? Der hätte Hacken machen können. Okay, Bergbau brauchen wir nicht. Klauen. Guck mal an. Nochmal. Klauen, Diebstahl. Chance erwischt zu werden um 50% gesenkt. Machen wir jetzt natürlich nicht. So, was hat er am Angebot hier? Was hast du anzubieten? Mein Sortiment steht dir offen. Hm. Wir haben aus Versehen jetzt die Quest wieder mitbekommen. Da ist eine Truhe. Das war wohl nichts. Okay. Gänseblümchen im Sonnenschein. Und durch meine Blüten fange ich die Sonne ein oder so. Ich bin ein Gänseblümchen im Sonnenschein. Wir starten gleich nochmal. Aber nur für ein paar Minuten. Mir geht es einfach nur darum: A, geht's weiter? B, will ich gucken, was in der verdammten Kiste drin war. Mann! Schlimm. Das ist so ein Warn. Jetzt synchronisiert er. Okay. Und spielen. Ja, 2-3 Minuten machen wir noch. Ich will wissen, was in der Kiste drin war. Da mache ich dir extra auf und dann stürzt das Spiel. So. Hab. Oh. So. Oh Gott, ich muss das nochmal öffnen. Gut. Aber wir wissen jetzt, wie der Code geht, glaube ich. Jetzt haben wir frisch geladen. Speichern. Ja. So. Aha, guck mal.
Resistenzmodifikator. Guck dir das mal an. Strahlen, Feuer. Das ist ein plus 20er. Ach so, wir haben ja einen Resistenzmodifikator drauf. Guck mal, der macht nochmal ihn hoch. Außer Bluten. Bluten ist egal. Okay, Moment mal. Inventar. Resistenzmodifikator. Den haben wir gerade dran. Da kommt doch der andere da dran. So. Was wollte ich? Genau. Ich will noch eins. Hier sind wir schon durch. Hier müssen wir noch die Truhen dann nachher machen. Wir gehen mal noch zu den Händlern hier in Ruckel City. Hier ist ein freier Händler, den können wir mal gleich quatschen. Wir brauchen Munition. Hallo Fremder, ich habe alles, was du brauchst. Ich habe alles, was du brauchst. Zeig her. Zeig mir deine Waren. Es ist mir ein Vergnügen. Wir nehmen noch ein paar Granaten mit. Kann nicht schaden, der Gegner mal. Zeig mir deine. Nein, ich will nicht. Ich will raus. So, okay. Es war mir eine Freude, Geschäfte mit dir zu machen. So, sie dürfte nichts haben, die Vicky. Die hatte nur was zu futtern und so, ne? Zeig mir, was du anzubieten hast. Nur das Beste. Oh. Oh. Guck mal, hier kann man schon ein Herz eines Zyklopen kaufen. Das ist ja Wahnsinn. So. Das war ein einigermaßen gutes Geschäft. Bei ihm konnte man bloß upgraden. Und? Ne? Was darf's heute sein? Was hast du auf Lager? Sieh dich um. Da bist du ja wieder. Interessiert an einem Handel? Zeig her. Zeig mir, was du anzubieten hast. Nichts lieber als das. Danke für das Geschäft. Man sieht sich. Gut, dich zu sehen. Zeig mir deine Waren. Sicher doch. Gut, Hey, nicht so schnell. Der Deal war, ich lass dich ein... Ja, so. Das ist bloß der Händler und dann haben wir da hinten noch jemanden. Ah nee, das ist bloß die Dings. Okay, hier sind wir auch noch clean. Dann geht's noch nach Frosch im Hals. Dann machen wir hier noch ein bisschen Kram und dann sollten wir durch sein. So.
Zeig mir deine Waren. Natürlich. Ja, bloß Baupläne. Upsala. Waffenhändlerin. Grüß dich. Zeig mir deine Waren. Aber sicher doch. Ja, das ist teuer, ich weiß. So, wie sieht's denn jetzt aus? Wir wechseln mal gleich die Waffen durch. Warte mal, erstmal hier noch. Grüß dich. Grüß dich, Nasty. Zeig mir deine Waren. Klar doch. Okay, hier ist nichts weiter. Danke. Und Rüstungshändler. Der wird auch nichts haben. Lass uns handeln. Sicher doch. Okay. Ach, warte mal, Vivien. Ich habe Vorräte für dich. Ich nehme dir allerdings nur größere Mengen ab. Mit einzelnen Dosen kann ich nichts anfangen. Zeig mal, was du dabei hast. Ach nee, warte mal. Das war ja... Moment, letzte Amtshandlung. Das war ja hier. Wir haben 81 von den Servo-Geschichten. Wegen der Servomotoren. Ich habe ein paar davon gesammelt. Oh, das ist ein ganz schöner Haufen. Die kann ich gut gebrauchen. Hier hast du deine Bezahlung. Komm wieder, sobald du mehr hast. Man kriegt mehr Splitter dafür. Ich habe ein paar davon gesammelt. Oh, das ist ein Gott. Komm wieder. Was? Jetzt muss er 150? Ach so. Ich hab. Komm wieder, sobald... Da fehlt noch was. Okay. Wegen der... Ich hab hier einen... Da fehlt noch was. So, jetzt haben wir alle verkloppt. Sehr gut. Naja, hat sich ein bisschen wieder aufgefüllt. Und... Wo wir gleich mal hier sind... Verdammt. Mir läuft die Zeit davon. Ja, ja, doch. Zeig mir deine Waren. Sicher. Okay, der hat nichts. Was ich brauche. Gut. So weit, so gut. Jetzt muss er raus hier. Speichern. Das soll es für heute gewesen sein. Wir werden beim nächsten Mal, wenn wir Elex spielen, in ein paar Tagen, wahrscheinlich nach dem Samstag oder am Samstagabend, ich bin mir noch nicht sicher, weil die nächsten Tage werden wir nicht Elex spielen, ist jetzt genug Vorlauf, einfach mal kurz laut gedacht, ne?
Ghost of Tsushima ist noch zwischendurch dran. Vorbereitung für die mündliche Prüfung, die habe ich nämlich dann am Samstag früh. Danach, am Freitag ist Geburtstag K2. Am Samstag sind wir auf Geburtstagsfahrt mit K2. Sprich, also ich denke mal, wir werden Samstag spielen, voraussichtlich. Kann auch sein, dass es, wenn es ausreicht, erst Montag dann ist. Aber dann werden wir uns den finalen, obwohl es ist der finale Kampf, weiß ich gar nicht, aber dem Showdown in der Landesmitte. Wahrscheinlich ist es nicht der finale, weil dann gehen wir in den Hauptformer rein, machen dann Dinge und mal gucken, was dann da los ist. Hier müssen wir auch noch irgendwas klauen. Ja, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ne? Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns, wie gesagt, morgen Abend wieder. Dann mit was anderem. Hoffentlich, ich schaffe es bis dato, das dann zu installieren und zu testen, zu machen, zu tun. Und hi. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? 379 Schuss davon, 356 Schuss davon. Ja. Und ja, das sollte erstmal helfen, dass wir hier dann weiterkommen, ne? Bis dahin, euer Firefox.